Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das! In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Schaut mal, wer wieder zu Hause ist. Oder nicht? Okay, sie ist da oben. Wer weiß? Vielleicht auch nicht. Geht es dir gut? Siehst du doch. Weißt du, als Kind war ich bei Shinra. Hat Elmira erzählt. Ach so. Jedenfalls ist es fast so, als wäre ich wieder zu Hause. Es ist vertraut. Gar nicht so schlimm. Besser als hier? Unsinn! Gar kein Vergleich. Elmira ist auch besorgt. Auch? Wieso auch? Hä? So wie ich. Das tut mir leid. Ehrlich. Was ist das? Jeder Mensch muss einmal sterben. Da hast du recht. Und deshalb muss man sich immer treu bleiben. Wirklich immer. Man muss
jeden Moment genießen. Merke ich mir. Weißt du, genießen wir diesen Moment. Okay? Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich erinnere mich an alles, was du gesagt hast. Ich erinnere mich an alles, was du getan hast. Und für all das bin ich dankbar. Die Zeit mit dir war wunderschön. Aber... verlieb dich nicht in mich. All deine Gefühle wären Einbildung. Habe ich auch was dazu zu sagen? Oh, es wird hell. Ich muss los. Ich komm dich holen. Lieb von dir, doch. Lass es. Erst Malena und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken. Nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Barrett. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß!
Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Oh shit, gehen wir zu dem zurück? Dieses Spiel einfach. Dude, es ist unfassbar. Ach man, die haben das einfach so cool alles gemacht. Es ist halt so krass, wie sie das gemacht haben, Mann. Da ist einfach so viel fucking Herz in der ganzen Geschichte. Und alles ist so krass neu gemacht und remaked einfach. Ach, ey. Fucking Aerith-Szene, Mann. Furchtbar. Direkt wieder Tränen im Auge, ey. Es ist, also, kein Spiel macht das mit mir, außer das hier. Okay, cool. Checken wir mal, ob hier irgendwas Neues sein soll. Aber Kapitel 14 ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, das Kapitel, wo du tatsächlich so ein bisschen freier agieren kannst. Hey, Leute! Alle mal herhören! Okay, los geht's. In ihrer wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese Möchtegern-Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Hey. Bricht jetzt etwa Hallo? Wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil. Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins: unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Was ist das eigentlich für eine Bitch da oben, Alter? Okay, durch den Sturz der Platte benötigen viele Menschen unten in den Slums deine Hilfe. Wenn du das Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihnen jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Also versuche vorher, möglichst viele Aufträge zu erledigen. Wo ist sie hier vor allem hin? Ich kann nicht mal mit ihr reden. Ich kann nicht mal sagen, dass sie ihre dumme Fresse halten soll, Alter. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Okay, das sieht ziemlich cray-cray aus. Auch wenn wir Aerith nicht mehr in der Gruppe haben. Das nehme ich mit. Die Welt wird
wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. Hier gibt's nicht so viel. Wo sind sie nur hin? Genau, zu dir wollte ich eigentlich auch noch. Hallo, Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Okay, halt auch... Ah ne, ich habe einfach nicht genug Geld, okay. Das heißt, ich könnte mir davon tatsächlich noch eine zweite kaufen. Okay, hier hat sich weiterhin nicht so viel getan. Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Okay, doch nicht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampf. Okay, cool. Also wir haben einmal sie, der wir helfen können. Wo sind sie nur hin? Aber tatsächlich ist mein Hauptziel erstmal die Battle Arena, wenn ich ehrlich sein soll. Oder vielleicht ist mein Hauptziel erstmal das hier. Du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke. Du kannst nun in Chocobo-Kutschen schnell zwischen den verschiedenen Zielpunkten hin und her reisen. Okay, okay. Ha, okay. Die werden uns sogar angezeigt, wo sie sind. Okay, das eine ist da oben nicht die Kirche. Das zweite ist doch... dieser Umweg da. Und das dritte ist... Keine Ahnung, wo das ist, ehrlich gesagt. Warte, dann können wir die zumindest kurz mal suchen. Das sollte ja relativ fix gehen. Wo sind sie nur hin? Ach man, das ist alles so deprimierend hier. Ich glaube, es ist... Oh Mann! Ja, so fühle ich mich auch. Johnny, du bist ein Vollidiot! Ach du Scheiße. Verdammter Mist! Mit wem muss ich denn reden, um das hier zu kriegen? Aber verschone mein Geld. Bist du jemand, der gute Musik zu schätzen weiß? Ich habe nämlich ein paar Platten, über die ich einfach nicht loswerde. Hast du nicht vielleicht Interesse? Nice. Einfach Yuffie's Theme. Finde ich super. So, warte mal kurz. Laufe ich hier noch richtig? Ich glaube schon. Genau, wir müssen nach hier oben. Glaube ich. Genau. Ich hätte nie gedacht, dass 500 Gil mal echt viel sein könnten. Aber in diesem Spiel sind 500 Gil halt einfach mal echt viel.
Klassenfische. Und tschüss! Mein Einsatz ist hier und nicht weiter. Es ist aus. Sehr schön. Ich sehe gerade, Chocobos sollen laut Final Fantasy XIV unfassbar stinken. Da ist jetzt die Diskussion, dass viele Tiere einfach unfassbar stinken. Ich stelle jetzt einfach mal die wilde Hypothese auf, dass so ziemlich alles mega am Stinken ist, wenn du es nicht regelmäßig wäschst. Das heißt, wenn man Chocobos regelmäßig waschen würde, würden sie wahrscheinlich auch nicht mega doll miefen. Ach man, guck mal den armen Dude an. Oh je. Ich möchte auf ihm reiten, Mann. Was ist denn das? Was bringt mir das, wenn ich nicht auf ihm nach Hause reiten kann? Macht mich direkt sad. Okay, das kann ich halt direkt hier hin. Hier liegt sogar was. Okay. Aber gut. Dann, wo war der zweite? Ach stimmt, wir haben eine Schrittzählermateria bekommen, ne? Voll verplant. Zählt die zurückgelegten Schritte mit. Okay, cool. Was? Hier, Chakra. Keiner braucht Chakra. Mal gucken, was passiert. Habe ich inzwischen die gelbe Materie aus der Kirche geholt, lese ich da. Ja, habe ich. Das war einfach nur Chakra. Also ein zweites. Zack! Schön gewonnen! Ja! Ugu! Oh mein Gott, ich habe mir heute die, apropos Ugu. Ich habe mir heute die Retail-Version von Kleinet vorbestellt. Kann man sich ja jetzt bei, wie heißen sie denn? Limited Run oder so vorbestellen? Macht mich sehr glücklich. Generell die ganzen Key-Visual-Novels, alle unglaublich großartig. Alle mega, mega gut. So, lass mich kurz mal checken. Jetzt müssen wir nämlich, glaube ich, hier lang. Und dann ist hier irgendwo noch ein Chocobo gestrandet. Schätzungsweise hier auf dieser Straße irgendwo. Daher ab nach hier. Super seltsam riechen übrigens Alpakas, lese ich gerade. Ich weiß nicht, ich finde Lamas und Alpakas und alles, was dazu gehört, super strange. Das sind Tiere, vor denen ich einfach mega doll Respekt habe. Wir werden wohl nicht Zeit machen, bis wir am Ziel sind. Entsprechend habe ich noch nie irgendwas mit diesen Tieren gemacht. Aber wir sind in diesen Tieren auch noch irgendwie annähernd näher gekommen. So, hier war nichts. Okay, dann können wir wieder zurückgehen.
Ich höre was, ich höre was. Nur wo könnte mein Best Boy sitzen gerade? Ah, wir sind ganz nah dran. Okay, jetzt sind wir wieder weiter weg. Ich hätte ihn noch schon sehen müssen. Ach, da unten. Dude, wie kommt man denn nochmal nach da? Oh, ich hätte hier lang gehen müssen, oder? Und dann hier so rum. Oder? Gab es nicht einen einfacheren Weg hier runter? Das war die Tür, nämlich, die ich mal aufgemacht habe, aber ich weiß nicht mehr, wie ich zu dieser Tür komme. Oh je, sein Rufen macht mich ganz traurig. Ah, hier. Ich bin doch schon hier. Alles ist gut. Oh. Oh Gott. Ups, das wollte ich nicht. Aber egal, passt schon. Habe ich irgendwem Analyse gegeben? Nichts überstürzt. Auf Onkel Barrett gefallen. Absorbiert Zauber anscheinend. Aha. Okay, cool. Getroffen. Verdammt. So. Ich brauche meine Pause. Ach du Kacke. Wir schaffen das, oder? Oh Gott, das kriegen wir hin. Nee, das kriegen wir nicht hin. Ich habe Angst. Ah, sehr gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Uff. So, das wird jetzt eine Weile dauern wieder. Obwohl, pfeift drauf. Ich glaube, wir müssen da nochmal kämpfen, hoffe ich. Sehr gut. Okay, jetzt müsste ich irgendwie nochmal rausfinden. Nicht hier, sondern anscheinend hier. Genau. Kann ich irgendwo eine Karte kriegen nochmal? Nee. Weil ich habe leider vergessen, wo jetzt der letzte nochmal war.
Ah, okay, er war hier. Da kann ich auch direkt hier hinspringen, schätze ich mal. Das war cool. Stimmt, Tifa hat eine neue Waffe gekriegt, ne? Und ich bin ein Idiot und hab das einfach komplett übersehen. Wow. Das sieht fies aus. Warte, lass mich das kurz modifizieren. Genauso wie das hier. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Okay, das war doch, dass wir dann nämlich hier langlaufen, ne? Und da war der irgendwo. Wann mache ich noch, sehe ich da? Ich mache jetzt noch die Chocobo-Quest fertig. Dann würde ich einmal kurz zur Battle Arena laufen, um zu gucken, ob da noch irgendwas passiert. Wow. Nicht übertreiben. Dann übernimm. Auf Onkel Barrett ist Feuer. Ah, verdammt. Wollte ich einmal ausprobieren, was wir jetzt für ein neues Ding bekommen haben. Dann direkt verkackt. So, okay, warte mal. Was habe ich denn jetzt hier gerade Neues gelernt? Kampf-Rauschsphäre. Schauen wir mal. Okay. Okay, ich verstehe, wie es funktioniert. Bin nicht so begeistert davon. So, ich stelle übrigens auch fest, dass das hier einfach eine richtig bescheuerte Gegend ist, Mann. Und wird das hier gerade mal loswerden? Hier nicht auch gleich irgendwo eine Bank sein, eigentlich? Huh. Okay, cool.
Roger, ich übernehme. Schön alle Ja, weiter so. Sehr gut. Du auch, Cloud. Wurde schon ungeduldig. Ich glaube, das ist eine coole Attacke. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher irgendwie. So 1000 von 5000 Schritten gelaufen. Schon mal ein Anfang. Was macht das Ding überhaupt? Warte mal kurz. Da, hier. Platziert eine magische Sphäre vor Tifa, die bei Kontaktschaden verursacht. Okay. Wir haben es sogar schon gelernt. Aber ich glaube, ich möchte tatsächlich die hier beibehalten. Die sind erstens schöner und zweitens machen sie mehr Schaden. Daher wechseln wir kurz wieder rüber. Ziel sind. Die Zeit drängt. Jawohl, Herr Soldat. Das war ein gutes Training. Ah, na bitte, hier ist er ja. Wow. Und nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. Muss echt mir mal angewöhnen, alles zu analysieren hier. Die unglückseligen Kreaturen wurden in unethischen Experimenten geschaffen. Okay, die Wesen klonen sich selbst. Okay. Okay, interessant. What? Chillen wir doch gerade mal hier, Mann. Ich übernehme.
Chance. Los geht's. Dass Barrett gestorben ist, war glaube ich nicht ganz so gut. Aber wir haben einfach 40 Phönixfedern, von daher ist es mir fast ein bisschen egal, wenn ich ehrlich sein soll. Das war's dann. Ach komm, ey. Ja? Viel Erfolg. Zieh dich zurück. Dann übernimm. An die Arbeit. Dann los. Hier. Glaub nicht, du entkommst mir. Nice. Mann. Nichts überstürzt. Übernimm mal. Ich kann noch kämpfen. Ich zieh mich zurück. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Ich zähle auf dich. Nicht übertreiben. Hier kommt. Übernimm mal. Wir schaffen das. Okay, sehr gut. Er hat sich nicht geteilt. Ups. Meine Güte, ey. Da haben wir noch mal Dude, gelernt. Was für ein Kampf. Und was gelernt? So, ich glaube, ich habe alle, ne? So, das waren alle, oder? Denke schon. Fragen wir Sam. Bum, 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 bum. Bum, bum. Ich will selber auf den Chocobo reiten können. Lass mich doch selber die Straße da hoch und runter reiten. Ich will mein Chocobo haben. Quä, quä. Da bist du ja, Champion. Meinen besten Dank, alle drei Chocobos sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Mit den drei Flitzern läuft auch mein Kutschbetrieb endlich wieder rund. Hier, das ist für dich. Das ist ein Freifahrtschein für unsere Kutschen.
Damit kannst du so oft du willst mit den Kutschen von Sams Chocobo Express fahren. Chocobos tragen einen, spenden einem draußen in kalten Nächten Wärme. Man muss die Viecher einfach lieben. Und dass ich mich am Wallmarkt über Wasser halten konnte, habe ich auch nur einzig und allein meinen Freunden hier zu verdanken. Wenn du ihnen in die Augen siehst, weißt du einfach, dass sie es gut mit dir meinen. Oh, cool. Wir können einfach jetzt umsonst mit den Chocobos reiten. Das ist doch mal nice, würde ich sagen. Da kann man schon nichts gegen sagen. Wir müssen doch direkt mal ausnutzen. Aber zuerst, anscheinend können wir hier nicht rein. Aber da vorne steht irgendwer. Willst du wirklich nochmal zu Corneo? Wieso nochmal? Kein Kommentar. Hä? Cloud? Ich will nicht drüber reden. Okay, hat kurz gedauert. Okay, macht Sinn, warum er da nicht nochmal hin möchte. So, wo kann ich hier Musik kaufen? Aber ihm. Willkommen. Eine Pause gefällig? Nee. Das Lied haben. Vielleicht bei dir? In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Hm? Willst auch entspannen? Oh, das ist das Schlaflied. Okay, ich kapiere. Wir sind hier im Wallmarket, ne? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab's im Hellen nicht wiedererkannt. Ich dachte mir die ganze Zeit so, wo zur Hölle bin ich hier? Okay, random Person, die da hinten rumwandert. Ist mir spontan egal. Ich möchte eigentlich nur zur... Diese Gardisten von Shinra zur Battle Arena und dann einmal kurz gucken, was da so ging nochmal. Ah, es läuft bei dir. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Oh, das Bum-Bummchen ist runtergesetzt. Permanent anscheinend. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Okay, sehr gut. Ein Glück haben wir mit Aerith alle Kämpfe gemacht. Das heißt, ich muss das nicht nochmal machen. Nice. Und mal schauen, was es jetzt hier gibt. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ausgezeichnet, da bist du ja. Hier, such dir einen Gegner aus. Oha, okay. Gibt einiges. Mogri-Talisman, Tarotkarten, das ist ganz cool. Das ist okay cool. Das ist ganz cool. Bin ich ja mal gespannt. Aber das tue ich mir alles heimlich jetzt einfach offline an. Daher mache ich mich jetzt vom Acker und wir sehen uns dann hier morgen wieder, wenn es mit dieser ganzen Geschichte weitergeht. Daher danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Auf Wiedersehen. Muah.